Hallo Leute und willkommen zurück zu Siberia 3. Wir schauen jetzt erstmal nach, ob die Eule uns schon den reparierten Schlüssel gebracht hat und das sieht doch gut aus. Sehr schön, verlassen Sie die Pflegestation. Was, kommen wir hier jetzt wirklich schon raus? Kate Walker. Kirk. Wie fühlst du dich? Nicht so gut, fürchte ich. Okay, ich hole Hilfe. Wie kann ich dir helfen? Ich hole dich hier raus. So kann das nicht weitergehen, Kirk. Also, wie kann ich dir helfen, hier rauszukommen? Das Beste, Kate Walker, ist es, wenn du allein gehst. Und wenn du mir wirklich helfen willst, geh nach Valsembor, sobald du draußen bist, und versuche, meine Prothese von dem Handwerker zu holen. Wenn du sie mir bringst, wird Dr. Samyatin sie mir anlegen. Und ich kann zu meinem Stamm. Können wir Dr. Samyatin vertrauen? Ich bin da nicht so sicher, wenn ich mir den Zustand seiner Klinik ansehe. Der Mann war immer ein Freund der Yukol. Und ich bin sicher, er kann dir helfen, das Krankenhaus zu verlassen. Und den Handwerker in Valsembor zu finden. Okay. Ich verspreche, sobald ich kann, mit deiner Prothese zurückzukommen, Kirk. Halte so lange durch. Danke, Kate Walker. Und mögen die Geister mit dir sein. Oh, ich mag den voll, auch wenn er immer nur halbe Sätze spricht. Aber ich mag den. Ich werde alles tun, um seine Prothese zu finden, aber jetzt werde ich erstmal alles tun, um hier rauszukommen. Das wäre ja wirklich großartig, wenn wir das jetzt schon hinbekommen würden. Weil, ich meine, die Anstalt hier, ja, irgendwie muss das Spiel ja anfangen und so. Aber trotzdem, ich freue mich so auf die Umgebung und alles, was uns dann draußen erwartet. Deshalb möchte ich da so schnell wie möglich hin. So, bei den Patienten hier ist auch alles noch beim Alten, wie es aussieht. Und ich hätte auch einfach andersrum laufen können. Ich glaube, das wäre kürzer gewesen, ne? Aber egal. So, dann probieren wir mal unser Glück. Wo haben wir es denn jetzt? Hier, das ist jetzt der reparierte Schlüssel. Sehr gut. Das sieht gut aus. Ja, sehr schön. So, Aufzug. Finden Sie Dr. Samyatin. Wir sind noch gar nicht draußen. Oh Mann. Ja gut, wäre jetzt auch relativ schnell gegangen, ne? Wenn wir jetzt mit dem Fahrstuhl nach draußen gefahren wären. Ein bisschen unlogisch, aber gut. So, wo sind wir denn? Hier ist das die Empfangshalle? Können wir mit dem hier, oh, mit dem hier irgendwie sprechen? Moment, was ist das hier? Ja gut, das kann ich natürlich nicht übersetzen. Sehr schade. Aber gut. Ich habe das Gefühl, sie lässt sich gerade noch merkwürdiger steuern als sonst schon. Entschuldigung. Ja? Ausgang, Dr. Samyatin, die Klinik. Ich suche Dr. Samyatin. Er ist in seinem Büro. Sie finden es in dem kleinen Gang dort hinten. Die erste Tür links. Okay, danke schön. Was für eine dunkle Klinik. Sie könnte etwas menschliche Wärme vertragen. Oh ja, das könnte sie. Das hier war früher die Festung der Herzöge von Valsembor, das alte Bollwerk gegen die Invasion aus dem Osten. Die Bewohner von Valsembor suchten hier Zuflucht und entkamen den Belagerern oft durch mysteriöse Geheimgänge. Wann wurde die Festung zur Klinik? Vor 20 Jahren. Dank Dr. Samyatin. Ich würde die Klinik gern verlassen. Könnten Sie mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Nun, normalerweise würde ich Ihnen sagen, Sie müssen sich zur anderen Seite des Hofs begeben, um dort die Seilbahn Okay, boah, zum ist Bord zu doof. nehmen. Aber Dr. Jefimova hat die gesamte Klinik aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Die Seilbahn ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Verstehe. Danke für die vielen Informationen. Ich muss jetzt los. Vielleicht sollten Sie zurück auf Ihr Zimmer gehen, bis die Seilbahn wieder fährt. Nein, ganz bestimmt Ich nicht. denke darüber nach. Wiedersehen. Oh, das ist so schade, Leute. Ich habe mir eigentlich vorgenommen,
das nicht mehr jedes Mal anzusprechen, weil es mich ja dann selbst nervt, aber es ist einfach so schade. Schaut euch das mal an, wie... Es sieht aus, als würde das hier ruckeln und... Ah, ärgerlich. Ganz, ganz ärgerlich. Wow, und das mit dem Laufen ist auch gerade echt blöd. Kann ich mit euch quatschen? Warum nehmen Sie nicht den Wartezimmer Platz? Sie ist bei den Büros, gleich hinter der Rezeption. Nein, ich will nicht im Wartezimmer Platz nehmen. Ich will zum Doktor. In dem kleinen Gang da hinten. Ja, es wird ja irgendwo hier sein, ne? Wer sitzt denn hier sonst noch so? Ich warte seit Stunden auf meinen Termin. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Was ist mit ihr? Hallo? Ich bin hier, um meinen Mann zu besuchen. Oh nein. Er ist seit Monaten hier. Och Gottchen. Du sitzt da ein bisschen merkwürdig, aber okay. So, wo genau ist jetzt das Zimmer? War hier noch eins? Hat sie nicht gesagt links? Was haben wir denn hier? Ist das Samyatin? Dr. Olga? Niemand da. Vielleicht ist das nicht schlecht. Ach so, das ist jetzt das Büro von Dr. Olga. Dr. Jefimova. Okay. Gut, dann ist das andere... Ach so, hier geht's gar nicht weiter. Okay, dann ist das andere... Das, wo wir hin müssen, oder nicht? Ich meine, es ist auch so schön beleuchtet, aber... Aha. Ah... Guten Tag, Frau Walker. Wie schön, Sie auf den Beinen zu sehen. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich etwas überrascht bin. Unsere gute Frau Dr. Olga hatte mir ihren Zustand wesentlich düsterer dargestellt. Sie beunruhigt mich. Das ist Ihr Plan. Sie ist verrückt. Sie scheinen nicht in Bestform zu sein, junge Dame. Ich will nichts Schlechtes über jemanden sagen, den Sie offenbar schätzen, Dr. Samyatin. Aber offen gesagt macht mir Dr. Jefimova Angst. Ah, und warum um alles in der Welt? Sie und Ihr Mitarbeiter Dr. Mangeling haben mich einer wahren Tortur unterzogen. Und außerdem halten Sie Kirk, den jungen Yukol, an sein Bett fixiert fest. Ganz zu schweigen von der psychologischen Kontrolle, die Sie über alle hier auszuüben scheint. Hören Sie, Frau Walker. Ich weiß, dass es eine schwere Erfahrung ist, nach einer langen Zeit im Koma aufzuwachen. In so einer Situation sind Panikattacken völlig normal. Aber... Ich ermahne Sie. Bitte projizieren Sie das nicht auf Dr. Olga, auf diejenige, die sich um Sie kümmert. Ich werde nicht jünger, wissen Sie. Und diese Klinik zu leiten, ist eine schwere Bürde. In den letzten Jahren hat Olga gezeigt, dass sie hervorragend geeignet ist, um mir zu assistieren. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie. Ich habe keine Panikattacke, Doktor. Als sich Olga bat, mich gehen zu lassen, hat sie mich unter Drogen gesetzt. Ich weiß. Olga hat mir von dem Zwischenfall erzählt. Laut Ihrer Aussage waren Sie sehr aggressiv und verstört. Und sie hatte keine andere Wahl, als Ihnen ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. Dr. Mangelin erzählte mir auch schon von Ihren gewalttätigen Neigungen. Aber... Das Thema ist beendet, Frau Walker. Bitte erzählen Sie mir von dem Anhänger, den Sie um den Hals tragen. Er ist mir gleich aufgefallen, als Sie hereinkamen. Oh Mann, wenn sie die Story jetzt erzählt, das glaubt er doch sowieso nicht. Was ist das Problem, Frau Walker? Das gehörte eins Oscar. Es ist ein Andenken, das geht sie nichts an. Es ist ein Andenken. Eine schöne Erinnerung oder eine schlechte? Eigentlich beides gleichzeitig. Natürlich, wie alle Erinnerungen gewissermaßen, nicht? Wie auch immer, für sie ist es wichtig, dass sie vermeiden, sich zu sehr verfolgt zu fühlen. Dr. Samyatin, ich habe Kirk versprochen, zu dem Handwerker in Walsenburg zu gehen und ihm seine mechanische Prothese zu bringen. Der arme Junge wartet seit Ewigkeiten darauf. Und ich würde die Sache gern beschleunigen. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Das ist ein edles Vorhaben, Frau Walker. Ich habe meinen alten Freund, den Uhrmacher Simon Steiner, gebeten, das mechanische Bein für den jungen Mann anzufertigen. Er ist ein sehr fähiger Handwerker und erstaunlich erfindungsreich. Sie finden ihn in seiner Werkstatt in der Nähe des Hafens von Walsenburg. Ich schätze, er dürfte mittlerweile so gut wie fertig mit seiner Arbeit sein. Er stellt ganz erstaunliche Dinge her. Sie werden sehen. Können Sie meine Entlassung autorisieren, damit ich zu Herrn Steiner gehen kann? Mir wurde gesagt, dass die Klinik abgeriegelt ist. Sie müssen Olga fragen, Frau Walker. Sie hat die Anweisung erteilt, unsere Anstalt abzuriegeln. Und sie gibt die Passierscheine für die Patienten aus.
Dieses Buch sollte alle Ihre Fragen über unsere Freunde, die Yukol, beantworten. Leben Sie wohl, Frau Walker. Okay, irgendwie ist er niedlich. Rassismus. Straußenzüge, die Yukol. Was ist denn Rassismus? Hat er jetzt auch was gegen die Yukol? Straußenzüge. Ich sag das mal. Ich habe den Eindruck, dass die Yukol hier nicht sonderlich beliebt. In der Tat. Es scheint, dass die meisten Bewohner von Walsenbohr ihnen feindlich gesonnen sind. Früher war das nicht so. Wissen Sie, als ich jung war, war der Zug der Schneestraußen ein Ereignis, das in Walsenbohr mit offenen Armen begrüßt wurde. Warum hat sich diese Haltung geändert? Unsere Region wurde vor 20 Jahren ziemlich stark verwüstet. Dramatische Ereignisse, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Weltsicht der Menschen hatten. Die Leute kehrten sich eher sich selbst zu. Sie wurden weniger weltoffen. Und die Tatsache, dass die Yukol jetzt schon seit mehreren Wochen am See Walsenbohr festhängen, hat das nicht besser gemacht. Wie viele dieser Straußenzüge haben Sie miterlebt? Das ist der dritte. Ich habe großes Glück, so viele gesehen zu haben. Ein seltenes Spektakel, glauben Sie mir. Die große Straußenherde begleitet von den Yukol, die dazu verurteilt sind, ihren Tieren zu folgen, wo auch immer sie hingehen. Ohne sich um Länder, Kriege oder Grenzen zu scheren. Sie scheinen die Yukol zu mögen, Dr. Samyatin. Sie sind ein faszinierendes Volk. Und besonders ihre erstaunliche Medizin, durchzogen von Schamanismus, ohne die Sie zweifellos niemals lebendig in dieser Klinik angekommen wären, Frau Walker. Warum haben die Yukol Sie gebeten, Kirk zu heilen? Bei jedem ihrer Züge tauschen die Schamanen der Yukol und ich medizinisches Wissen aus. Ihre Technik der therapeutischen Trance und Materia Medica haben bei meinen von psychischen Leiden betroffenen Patienten oft hervorragende Ergebnisse erzielt. Im Austausch dafür kümmere ich mich um die Verletzten, die sie mit ihrer traditionellen Medizin nicht vollständig heilen können. Wie den armen Jungen, der sein Bein verloren hat. Brauche ich wirklich Olgas Erlaubnis, wenn ich hier weg will? Sie sind doch schließlich der Leiter dieser Klinik. Olga ist meine rechte Hand. Ich habe keinen Grund, sie aus der Sache rauszuhalten, Frau Walker. Sie ist Ihre Ärztin. Sie sollten mit ihr darüber reden. Sie ist nicht so böse, wie Sie zu glauben scheinen. Sie finden sie höchstwahrscheinlich in Ihrem Büro. Okay, Dokumente öffnen. Also, er war ja jetzt irgendwie ganz niedlich und auch ganz nett, aber... Ja, ich weiß ja nicht so, was haben wir denn überhaupt hier lesen? Huch, ist das jetzt die erste Seite? Ich will's hoffen. Sammelband über die Yukol, Kapitel 17. Auszüge aus Yukol-Kultur im Laufe der Jahrhunderte von Bronislav Maus, 1962. Von den Yukol geschlachtetes Mammut, Illustration gemäß von Bronislav Maus. Aufgezeichneten Yukol-Überlieferungen. Oh Gott, das... Ist das jetzt runterscrollen? Ist das jetzt hochscrollen? Boah, dauert das ewig. Kann ich irgendwie blättern? Gibt's die Möglichkeit? Ist das jetzt... Ah, Moment. Ah, so kann ich umblättern. Okay. So, Vorwort. Moment mal eben. Ich wüsste gerne, wie viel das ist. Ob wir das jetzt... Oh, die Yukis, die Eisbärhunde. Oh, wie süß. Ja, die Frage ist, ob wir das jetzt tatsächlich alles lesen. Wow, das ist sehr, sehr viel, ne? Oder ob wir das Ganze ja so mehr oder weniger überfliegen. Weil das ist ja jetzt doch schon einiges. Wo fing es jetzt an? Das war Kapitel 17. Da gibt es dann auch noch ein anderes Kapitel? Nee, okay. Gut, dann passt auf. Dann würde ich sagen, überfliegen wir das jetzt so ein kleines bisschen. Oder? Ich weiß es gar nicht. Yukol, ein Name, der selbst meine gewöhnlich verschlafenen Studenten aufhorchen lässt. Nie zuvor hatten sie von der Existenz dieses faszinierenden Volkes gehört. Ein starkes Volk, ausgesprochen unabhängig und gütig. Warum also umgibt der Hauch des Mysteriösen diese jahrtausendalte Kultur? Und wie durchdringt man diesen Schleier? Das Kompendium, das sie in Händen halten, ist das ultimative Nachschlagewerk zum Thema. Ich kann ohne Zögern bestätigen, dass seine Lektüre mich zu meinem jahredauernden Studium dieser Kultur im Rahmen meiner gemeinsam mit dem Autor durchgeführten paläontologischen Forschung inspiriert hat. Welch größeres Kompliment gibt es für ein akademisches Werk als die Tatsache, dass ein Kollegen mit dem Wunsch erfüllte, ein neues Forschungsgebiet zu erkunden und diese
neue und andauernde Leidenschaft nachfolgende Generationen von Studenten vermittelt hat. Cornelius Pons, Professor der Paläontologie an der Universität in Barockstadt. Ach Mensch, Barockstadt kennen wir doch noch. So, Mitglieder des Stammes der Yukol. Illustration nach Schilderung von dem guten Borislav Maus. Die Entstehung des Stammes der Yukol genau zu datieren ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Ich hasse das übrigens nur in Großbuchstaben zu lesen. Ich finde das super schwierig. Zahlreiche Spuren und Ruinen, die sich zwischen dem nördlichen Ural und den französischen Alpen finden, weisen auf eine Existenz hin, die bis zu den Anfängen der Geschichte zurückreicht. Zu dieser ungewöhnlichen Langlebigkeit kommt etwas weitere Bemerkenswertes hinzu. Merkwürdig. Der Charakter der Sitten und Gebräuche der Yukol, der sich über Jahrhunderte nicht verändert hat. Dieser seltene Erhalt der Lebensweise eines Stammes erklärt sich hauptsächlich durch ihre Abgeschiedenheit. Die Yukol sind bei uns kaum bekannt. Okay. So, unsere weitgehende Unkenntnis dieses Stamms beruht auf der Korrelation zweier Faktoren. Der erste ist die nomadische Lebensweise der Yukol, präziser halbnomadisch, worauf wir später näher eingehen, die zugleich den Grund für den zweiten Faktor darstellt, die Routen, die dieser Stamm einschlägt, liegen hauptsächlich in unbekannten Großteils wildem Gebiet an den Rändern der großen und dominanten Zivilisation, die Geschichte Eurasiens geprägt haben. Diese zwei Faktoren ermöglichen es den Yukol, alle Versuche ethnischer und religiöser Säuberungen zu entgehen und sich aus den großen Konflikten herauszuhalten, die den Kontinent erschütterten. All diese Parameter ermöglichen die Bewahrung ihrer Kultur. Nichtsdestoweniger, und auf diesen Punkt kommen wir später noch zurück, sind die Yukol nicht allen fremd. Ihre Züge bringen sie in regelmäßigen Kontakt mit den Eingeborenen. Wenn Letztere auch ihre Durchreise tolerieren, haben sie doch nie eine Vermischung mit dem Stamm geduldet, was jede Form der kulturellen Verwässerung verhinderte. Okay. So, was haben wir hier? Die Eisbärhunde. Ja, wie süß. Verhältnis zur Natur. Es gibt eine unleugbare, nahezu organische Verbindung zwischen dem Stamm der Yukol und der Natur. Die wenigen Spuren, die ihrer Zivilisation zugeschrieben werden, deuten darauf hin, dass es sich um Höhlenbewohner mit einer starken Anpassungsfähigkeit handelte. Der Stamm wohnte während seiner Wanderschaft in westlichen Ländern, in natürlichen Grotten, in arktischen Regionen hingegen, bewohnte er von Hand ins Eis geschlagene Höhlen. Okay, oh, wie niedlich die sind. Schaut euch das an. Yukol-Architektur. Ach ja, das kennen wir auch. Oh, wie niedlich, ey. So, die Yukol leben mit einer Reihe von Tierarten in Symbiose. Seien es die Eulen, die sie gezähmt und als Boten abgerichtet haben, oder die wenig bekannten Yukis, Canis urus polaris, als Fährtensucher, Hütehunde und Schlittenhunde eingesetzt. Die Yukol sind Meister der Domestizierung. Das Überleben der Yukol hängt direkt mit dem bestimmter Tierarten zusammen. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass der Stamm in prähistorischen Zeiten sehr eng mit Mammuts verbunden war. Sie dienten ihm als Lasttiere, Transportmittel und Quelle für Fleisch und Wolle. Ebenso wurden ihre riesigen Knochen als Baumaterial oder zur Herstellung von Möbeln verwendet. Oh, die Yukis sind so niedlich. Oh, wie toll. Schön, darauf freue ich mich. Ich hoffe, wir werden hier noch welche sehen. Wie viel war das jetzt noch? Ja, komm, die beiden Seiten. Ach, Leute, das ist so viel, ne? Die Yukol glauben, dass die Mammuts tatsächlich nicht ausgestorben sind, sondern auf einer großen Insel im hohen Norden des Kontinentes leben, wahrscheinlich. Wenn der Autor dieser Zeilen es vorzieht, keine Meinung zum Ausdruck zu bringen, die dem wissenschaftlichen Konsens direkt widerspricht, so sieht er sich doch gezwungen zuzugeben, mit eigenen Augen Beispiele von Yukol-Handwerkskunst gesehen zu haben, die aus den Knochen der Dickhäuter in erstaunlich gut erhaltenem Zustand gefertigt waren. Es bleibt die Tatsache, dass die Yukol ihre Abhängigkeit von den Mammuts auf die großen Schneestrauße Tio Nivis verlagert haben, ein Volk arktischer Zugvögel, die für ihr störrisches, nervöses Wesen bekannt sind. Diese Strauße kennzeichnet die Besonderheit, dass sie etwa alle 20 Jahre in einer großen Wanderung aufbrechen und die riesige Strecke zurücklegen. Der Zweck dieser Wanderung ist es, die Herde in ein Gebiet zu bringen, wo sie sich fortpflanzen. Saftige Steppen, die im Herzen des heutigen Jakashtan liegen. Okay. So, letzte Seite. Animismus und Spiritualität. Eines der faszinierendsten
Eines der faszinierendsten Charakteristika der Yukol-Kultur liegt in der Fähigkeit, eine materielle Notwendigkeit, ein Teil des Stammes muss der Schneestraußenherde folgen, um das Überleben der ganzen Gruppe zu sichern, in ein spirituelles Ereignis, eine Basis für ihren Glauben zu verwandeln. Tatsächlich erleben die Mitglieder des Stammes, die die großen Strauß begleiten, den Zug als eine spirituelle Reise, eine persönliche Transzendenz, deren Zweck es ist, die Gunst der Geister für sich und seine Familie zu gewinnen. Die Route des Zuges ist entsprechend gekennzeichnet durch heilige Stationen, Riten und spirituelle Codes, die die Schamanen der Karawane sorgfältig einhalten. Diese sind sowohl Wahrsager, sie interpretieren die Zeichen, die die Geister hinterlassen, als auch Berater des Anführers der Wanderung, des spirituellen Führers, der als Erwählter der Geister angesehen wird, der die Karawane in die legendäre heiligen Lande führen soll, wo die Strauße sich fortpflanzen, okay? Boah, es ist wirklich ätzend. Ich weiß gar nicht, warum man das macht in manchen Spielen. Immer dieses nur groß geschrieben. Ich finde das so schwierig zu lesen, ne? Passt ja zu meinem Namen, der grundsätzlich auch immer groß geschrieben ist. Medizinische Abhandlungen? Handbücher für alternative Medizin? Große Literatur? Tolle Sammlung. Ja, wunderbare Sammlung. Ich mache mir viel eher Sorgen um Dr. Olga, mit der wir jetzt quatschen müssen und die vorhin nicht da war. Ich hoffe, sie ist jetzt da. Oder die treibt sich hier irgendwo in der Klinik rum. Die Amerikanerin ist wach. Sie müssen sich beeilen, Oberst. Wie geht es ihr? Frau Walker ist ziemlich rastlos. Ich musste ihr ein Beruhigungsmittel verabreichen. Aber ich fürchte, ich kann sie nicht mehr lange hier behalten, Herr Oberst. Sie wird sehr schnell zum Problem werden. Kate Walker wird für uns und unsere Sache immer ein Problem sein, Dr. Yefimova. Ich kann Methoden anwenden, die, wie soll ich es ausdrücken, medizinischer sind. Nein, vorerst noch nicht. Das ist keine gute Idee. Ich will sie in gutem Zustand wiederhaben. Und was ist mit diesem Nomadenstamm? Genau wie in den letzten paar Jahren ist der Seewald Zimbor nicht zugefroren. Darum kann ihre Herde das Eis nicht überqueren. Sie hängen hier fest. Und auch ihr junger Anführer ist noch in unserer Obhut. Wenn alles läuft wie geplant, bleibt den Yukol bald nichts anderes übrig, als heimzukehren. Besonders da ich einen Plan habe, um die Dinge zu beschleunigen. Gut. Und dann ist da noch dieser amerikanische Detektivoberst. Er sollte bald hier ankommen. Er soll Frau Walker ruhig treffen, wenn er will. Es bringt nichts, ihn jetzt schon zu beunruhigen. Aber letzten Endes sind wir für den Fall der jungen Frau zuständig. Kein Amerikaner kommt hierher und sagt uns, was wir tun sollen. Wo ist sie hin? Finden Sie Dr. Olga. Ja, wurde jetzt gerade gespeichert. Ich habe es nicht wirklich gesehen, weil man kann hier leider nicht manuell speichern. Es wird immer nur automatisch gespeichert, was ein bisschen alle schade ist. Alle möglichen Beruhigungs- und Betäubungsmittel. Okay. So, auf jeden Fall werden wir vermutlich so einfach hier nicht rauskommen. Was haben wir denn da? Achso, das ist E-Mail Nummer 2. Kann ich nochmal die erste bitte sehen? Geht das? Ist das die erste? Moment, so gehe ich runter. Ich weiß nicht, ob es die erste ist. Wir gucken einfach mal. Olga, ich habe die Bestätigung, dass die Amerikanerin eine Umstürzlerin ist. Sie ist von Natur aus hysterisch und es hat sich in den Kopf gesetzt, einen irren Alten auf eine Insel zu begleiten, die dieser sich einbildet. Auf dem Weg dorthin hat sie den Behörden erheblich Ärgernis bereitet und sich zu einem Überfluss auch noch mit diesen schmarotzerischen Yukol verbündet. Okay. So wie es scheint, hält Onkel Sam sie allerdings für einigermaßen wichtig. Das ist eine gute Gelegenheit, sie loszuwerden. Wenn ich in Val-Zembor ankomme, werden meine Männer sie verhaften und sie den Behörden ihres Landes ausliefern. Passen Sie bis dahin auf sie auf, Oberst. Okay. Was war jetzt? Das ist die nächste E-Mail. Gute Idee, Oberst. Achso, das ist einfach nur Ihre Antwort. Ach nee, doch nicht.
Ich habe den Bericht... Boah, ist das schwierig zu lesen. Ich habe den Bericht der Kommission bezüglich der Klinikverwaltung erhalten und bei allem Respekt für unsere Genossen, Kommissar, glaube ich, dass es ein Fehler war, Samyatin zu feuern und mir seine Stelle zu geben. Sicher, er verlässt sein Büro kaum noch und delegiert alle Verantwortung an mich, aber seine Unterschrift taucht unter jedem Dokument auf, selbst auf denen, die meine Experimente betreffen. Daher finde ich, es wäre besser, ihn hinter seinem Schreibtisch zu belassen. Er ist der perfekte Strohmann. Ich empfehle mich, okay? Ach, weiter geht's jetzt nicht. Geht's jetzt nicht weiter? Doch, da geht's noch weiter. Heute schrieb Helmut Mangöling. Ach so, das ist der andere. Okay, gemäß ihrer Empfehlung habe ich Patientin Nummer 10, die Amerikanerin Kate Walker, der psychiatrischen Standardbefragung unterzogen, obwohl sie auf den ersten Blick überzeugt, wies die Patientin doch alle typischen Symptome der Neigung zur Anarchie auf, die in ihren ihrer fehlgeleiteten Heimat so verbreitet ist. Schlimmer noch, es stellte sich heraus, dass sie sich völlig der Sache der Yukol-Nomaden verschrien hat und offensichtlich beabsichtigt, sie in unserer geliebten Region weiter Unruhe zu stiften. Empfehle ich, Interaktion mit anderen Patienten einzuschränken, bla bla bla. Okay, das war von dem Typen. Boah, echt, ist das mies zu lesen. Ist da jetzt noch was oder war es das? Das war's jetzt. Okay. Hallo, Miss Jefimova. Ich wollte Sie nochmals wegen... Kate Walker, sind Sie das wirklich? Was für ein Zufall. Ich habe Sie seit Wochen gesucht. Oh, Mr. Kenton, nehme ich an. Ah, ich sehe, mein Ruf eilt mir voraus. Miss Jefimova muss Ihnen gesagt haben, dass ich komme. Nein, ich habe gerade erst von Ihrer Existenz erfahren, Mr. Kenton. Vor einiger Zeit informierte mich mein Arbeitgeber in New York, dass er einen Detektiv auf mich ansetzen würde. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin der beste Detektiv an der Ostküste. Mit mir fahren Sie immer gut. Ich wurde beauftragt, Sie heil und sicher nach Hause zu bringen, Miss Walker. Ich sollte in ein paar Stunden in Walsenburg ankommen. Ja, dann hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Ich komme nicht zurück, tut mir leid. Ich brauche kein Märchenprinzen. Miss Walker! Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Mr. Kenton. Ich bin sicher, es war nicht leicht, mich zu finden. Oh mein Gott, Sie haben ja keine Ahnung. Ich fürchte, das wird Sie verärgern, aber ich habe momentan nicht vor, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, Mr. Kenton. Um ehrlich zu sein, haben Sie keine Wahl. Sie werden vom amerikanischen Justizministerium gesucht und ich habe sogar einen internationalen Haftbefehl für Sie, Miss Walker. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Das FBI sucht nach mir? Was wird mir denn zur Last gelegt, wissen Sie das? Ich habe doch nichts getan. Veruntreuung. Offenbar haben Sie sich mit dem Vertrag für den Verkauf der Spielzeugautomatenfabrik der Vorarlbergs davongemacht. Und Sie haben sogar die Senilität der Verkäufer ausgenutzt. Sie werden sogar verdächtigt, für den Tod einer der beiden verantwortlich zu sein. Eines Hans Vorarlberg, des letzten Erben, der berechtigt war, Verträge mit dem von Ihnen vertretenen Unternehmen zu unterzeichnen. Das ist wahrlich keine kleine Sache, Miss Walker. Das ist absolut lächerlich. Und soweit ich weiß, sind Sie nicht befugt, das Justizministerium in diesem Land zu vertreten. Also sind Sie nur ein Detektiv. Sie müssen damit leben, Mr. Kenton. Ich gehe nicht mit Ihnen zurück nach New York. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Halt, Miss Walker. Bitte seien Sie vernünftig. Wiedersehen, Mr. Kenton. Okay, es ist alles irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. Wir sind noch nicht rausgekommen, schade, es gab aber viel zu lesen. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!